Roland Dahlhäuser und Rolf Bernhardt im Höhen- und Weizenrausch. Sie haben in Torun 2021 Geschichte geschrieben. Ayla Del Ponte im 60-Meter-Sprint und Angelika Moser im Stabhochsprung sorgten in ihren Disziplinen für Premieren und gewannen das erste Schweizer Doppelgold an Hallen-Europameisterschaften seit 40 Jahren. Zwei Einzeltitel am gleichen Anlass, das gab es zuletzt 1981 dank Roland Dahlhäuser und Rolf Bernhardt. Februar 1981, Hallen-Europameisterschaft in Grenoble, Hochsprung-Final der Männer. Eine Medaille hat Roland Dahlhäuser bereits auf sicher. Auf der Schweizer Rekordhöhe von 2,28 m winkt dem 1,91 m großen und 86 kg schweren Athleten vom TV Bersfelden sogar Gold. Und Dahlhäuser überspringt die 2,28. Jawohl, das könnte der Europameistertitel für Roland Dahlhäuser gewesen sein. Juni 1981, internationales Hochsprung-Meeting in Eberstadt. Den Höhenflug setzt der 23-jährige Halleneuropameister im Freien fort. Beim internationalen Hochsprung-Meeting im baden-württembergischen Eberstadt schraubt Dahlhäuser seinen eigenen Outdoor-Rekord von 2,26 m auf 2,31 m. Doch nicht genug. Der kräftige Schweizer mit dem explosiven Absprung versucht sich danach auf der Weltrekordhöhe von 2,37 m und scheitert im dritten Versuch äußerst knapp. März 1982, Halleneuropameisterschaften in Mailand, Hochsprungfinal der Männer. Beflügelt von der Auszeichnung zum Schweizer Sportler des Jahres 1981, greift Roland Dahlhäuser im Frühjahr 1982 erneut nach den Sternen. Zwar kann der Baselbieter seinen Europameistertitel in Mailand nicht verteidigen, realisiert mit 2,32 m aber seinen 16. Landesrekord und springt erneut auf das Podest. Mit Gold 1981, Bronze 1982 und Silber 1984 sammelt der Schützling von Hans Moni einen kompletten Medaillensatz an den Halleneuropameisterschaften. Dazu kommen zwei fünfte Plätze an den Olympischen Spielen 1980 und den Indoor-Weltmeisterschaften 1987. In Indianapolis hieft sich Dahlhäuser nochmals in die gleichen Sphären wie zu Beginn der 80er Jahre. Sein Hausrekord von 2,32 m hat bislang allen Angriffen standgehalten, genauso wie die 2,31 m beim ersten Sieg in Eberstadt. Februar 1981, Halleneuropameisterschaften in Grenoble, Weitsprung-Final der Männer. Zurück zu den Halleneuropameisterschaften im Jahr 1981. Nur einen Tag nach Dahlhäuser doppelt Rolf Bernhardt in der Sandgrube nach. Der 32-jährige Routinier vom Arbeiterturnverein Frauenfeld knackt mit 8,01 m zum ersten Mal die 8-Meter-Marke unter dem Hallendach und lässt sich als Europameister feiern. 8-Meter-Sprünge bei Weltklasse Zürich und Athletissima Lausanne. Die magischen 8 Meter hat Bernhardt bereits 1975 in Zofingen übertroffen, womit er sich den Titel Sportler des Jahres verdiente. 1977 segelt er im alten Letzigrund 8,07 Meter weit und wird Dritter. Fast auf den Tag genau drei Jahre später liegt auch im Lausanne Vidi ein Rekord in der Luft. Bernhards Rekord bei 8,07 und Bernhard kam in seinem fünften Versuch auf 8,06 Meter, neue Saisonbestleistung. Und jetzt in seinem sechsten Versuch hat Bernhard die Möglichkeit, den Rekord doch noch zu brechen. Und der Sprung geht über die Schweizer Rekordmarke hinaus. Schließlich resultieren 8,10 Meter für den Thurgauer Stilisten, trainiert von Ernst-Peter Huber. Wie in der Vergangenheit üblich, hat sich der vollberufstätige Elektroniker und Besitzer zweier Riesenschlangen zu Hause in Frauenfeld akribisch auf seinen Sprung vorbereitet. Der größte Satz gelingt ihm am Schweizer Nationalfeiertag vor 40 Jahren im österreichischen Ebensee. August 1981, internationales Weitsprung-Meeting in Ebensee. Was für die Hochspringer Eberstadt, ist für die Weitspringer Ebensee am Traunsee. Hier schafft Bernhard den Sprung ins nächste Jahrtausend. 8,14 Meter messen die Kampfrichter für den dreifachen Olympiateilnehmer und 19-fachen Rekordmann, der im Freien erst 2003 von Julien Fieber abgelöst wird.
An den Halleneuropameisterschaften 1982 verabschiedet sich der Titelverteidiger mit Silber von der internationalen Bühne. Bernhards Indoor-Rekord mag wanken, seine perfektionierte Laufsprungtechnik bleibt unvergessen.